gleich mal die Pause auflösen und wir können schon mal Gerogon zum Depot schicken und die ganzen Sachen dahin bringen. Und wir sollten jetzt wirklich alles hinbringen, was wir loswerden wollen. Also zum einen, um es überhaupt loszuwerden und zum anderen, damit wir möglichst viel zum Tauschen haben. Denn ich hoffe mal, dass die Zwerge ganz viel Stahl und dergleichen dabei haben. Oh, das war's schon. Also ja, es sind 10, 12 Kisten. Aber trotzdem, so, das. Dann hätten wir noch gerne Türen. Alles, was nicht Granit ist. So. Dann hätten wir noch gerne Tables. Die hier. Dann hätten wir noch gerne Hedge Cover. Da haben wir auch noch jede Menge, die nicht aus Granit sind. Ah, noch irgendwas. Throne? Nee. Kabinett, da haben wir eins. Armor Stand? Nee. Weapon Rack? Nee. War gut, dann soll das erstmal reichen. Gucken wir mal, ob jetzt mit der Karawane wieder so ein Überfall gekommen ist. Aber bisher schaut das ja soweit ganz gut aus. Und wir haben keinen Zwerg, der draußen unterwegs ist, soweit ich das sehen kann. Was natürlich noch viel besser ist. Ah, aber ich habe vergessen, in der Zwischenzeit unsere Stockpiles zu überprüfen. Nach Kohle, Barren und so weiter. Das wollte ich ja zwischendurch mal anwerfen. Aber das wird dann warten müssen. Und seht ihr das, was da blinkt auf den Eseln? Da sind Edelsteine und da sind ganz viele Barren. Sehr schön. Und zählen wir mal die Wagen. Ein Wagen, zwei Wagen, drei Wagen, vier Wagen. Fünf Wagen? Komm schon, noch einer, noch einer. Na gut, fünf Wagen sind auch schon eine ganze Menge. Sehr schön, sehr viel zu tauschen. Unsere Miliz ist eh gerade aktiv, falls was sein sollte. Dieser Schedule-Befehl bei denen ist echt genial. Damit kann man sich so viel Zeit sparen. Und wir haben anscheinend kein Leder mehr. Und kein Stoff. Das ist ein komischer Zufall. Immer wenn die Karawanen da sind, können sie nicht arbeiten. Oh, und ein Dieb ist in die Falle gegangen. Besser gesagt, es ist kein Dieb, da wurde ich auch korrigiert, das ist ein Snatcher. Es gibt Goblin-Diebe, die können Fallen ausweichen. Und es gibt Goblin-Snatcher, die wollen Kinder stehlen. Die können allerdings Fallen nicht ausweichen. Deswegen fangen wir die auch immer. Schon wieder einer. Gucken, wie viele es diesmal werden. Ja, mehr Goblins für unsere Arena. Oh, das war jetzt nicht so gut. Da ist jetzt ein Snatcher direkt neben einem Zwerg. Und er macht das einzig Logische. Er läuft natürlich genau in die Arme von dem Snatcher, anstatt wegzulaufen. Ja, wir sollten mindestens einen Hund hier draußen lassen für genau solche. Obwohl, nee, sollten wir nicht. Dann laufen sie ja nicht in unsere Käfige rein. Ah, Entscheidung, Entscheidung. Opfert man Zwerge oder fängt man Goblins? So, was ist das denn jetzt? Meryl, wer auch immer Meryl ist, oder Merit, verdient einen Reward, also eine Belohnung. Und ich komme mit der Ermächtigung, diese Kolonie zu einem offiziellen Teil unseres Landes zu machen. Hast du irgendein Zwerg für die Auswahl? Also anscheinend können wir jetzt ein Baron werden oder ein Lord. Müssen wir mal gucken. Und natürlich habe ich da so einen Vorschlag. Ich drücke mal A. Gerogon. Ding. Eine Baronei soll es sein. Also wir sind jetzt kein Außenposten mehr, sondern eine Baronie. Mit den dazugehörigen Ländern. So. Enter. Das heißt aber, dass er jetzt noch arroganter sein wird und noch mehr verlangt und noch mehr überhaupt. Dauert aber, glaube ich, eine Weile. Und wir sehen hier ein Mandat. Wir sollen Armbrüste bauen. Na gut. Crossbow. Und zwar aus Holz. Drei Stück. So weit, so gut. Das war auch nur er. Captain of the Guard braucht nichts. Warum ist es dann weiß? Also rot heißt, er hat es gar nicht.
Also ihm fehlt zum Beispiel irgendein Raum. Gelb heißt, er hat den Raum zwar, aber der Raum ist ihm nicht gut genug. Und weiß heißt dann, ist es gerade mal gut genug? Fragen über Fragen. Aber gut, sein Mandat haben wir erfüllt. Er wird bald ein Baron sein. Und ist dementsprechend natürlich gleich schlafen gegangen bei dieser wichtigen Nachricht. Obwohl er eigentlich feiern müsste über seinen neuen Adelstitel und Handel treiben mit den Zwergen, die ihn gerade in den Adel erhoben haben. Aber nein. Dover Zwerg. Oh, und ich sehe gerade, wir haben keine Wooden Bins mehr. Sonst würden die Blöcke in eine Kiste gepackt werden und nicht einzeln in den Stockpile. Das heißt, wir hätten gerne Wooden Bin. Und wenn mir jetzt irgendjemand sagt, man kann Bins inzwischen auch aus Stein herstellen, dann falle ich in Ohnmacht. So, 30 sollten erstmal reichen. Oh, und ich sehe ganz viele Blöcke aus Chert. Warum das denn? Nee. Was macht ihr da, Jungs? Rockblock, Rockblock. Und das soll nur von diesem Stockpile... Der hier hat gar keine Verbindung. Dann gab es nur diesen hier, den großen. Und der hat nur... Oh, wir haben die gar nicht zugeordnet. Was soll denn das? G. Hier. G. Hier. Jetzt steht da Give Masons Workshop. Und hier drin sollte eigentlich nur Granit sein. Und hier oben sollten alle anderen Steine sein. Also Chair, Jet und was weiß ich. Ha. Das ist jetzt doof. Aber na gut, kann man nicht ändern. Muss ich mich irgendwann mal wieder mit beschäftigen. Ist er inzwischen wach? Nein, jetzt will er was trinken. Also. Ja, es wird eine Party geschmissen. Alles schön und gut. Gerugon, was machst du denn? Bookkeeper. Ist er auch schon auf lowest setting? Der macht eigentlich den ganzen Tag nichts, außer ab und an mal am Schreibtisch sitzen. Sonst essen, trinken und schlafen. Hm? Ja, ja, immer diese Nobelleute. Dekadente ist pack. Oh, ein Ambush. Also wieder ein Überfall. Miliz ist aktiv. Move-Befehl. Hierhin bitte. Und jetzt gucken wir, was die Goblins machen. Also einer ist anscheinend schon in der Falle getappt. Gucken wir mal, was die anderen vier jetzt machen. Die laufen einfach gnadenlos hinterher. So, der da ist aber nicht hinterhergegangen. Und jetzt will er eine Diskussion anfangen. Na gut, wir hätten gerne Leder. Und zwar Hundeleder. Ganz viel. Wir hätten gerne ganz viel, nur ein bisschen Stoff. Wir hätten gerne ganz viel Holz. Keine Tower Caps, die sind gelb. Obwohl, wir könnten uns eigentlich schon mal daran gewöhnen, alles aus denen herzustellen. Denn das wird später die einzige Holzsorte sein, die wir regelmäßig bekommen können, weil der halt bei uns im Fort wächst. Nee, erstmal nicht. So, die müssten alle ein ganz normales Braun haben. So, dann hätten wir noch gerne Stahl. Und Pig Iron. Aus Eisen und Pig Eisen, also aus Iron und Pig Iron zusammen, kann man mit Kohle Stahl herstellen. Da wir Eisen schon recht viel haben, kaufe ich jetzt einfach mal diese Pig Iron, um dann halt Stahl zu produzieren. So, Gold brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir noch Schönes? Spielsachen nicht. Trinken. Nee, machen wir lieber alles selber. Käse. Käse können wir ein bisschen nehmen. Da unsere Zwerge sich ja eh schon dran gewöhnt haben, recht extravagantes Essen zu essen.
sollten wir auch dafür sorgen, dass sie es immer wieder bekommen. So, Gypsumpflaster brauchen wir auch nicht, haben wir ein Höhlensystem gefunden. Das braucht man, um bei Brüchen einen Gips drumherum rumzulegen, also einen Gipsverband, damit die Knochen einigermaßen wieder zusammenwachsen. So, Essen. Da nehmen wir mal unser Hundefleisch. Warum kann ich jetzt hier nicht D drücken für alle Sachen mit D? Schade. Normalerweise kann man bei solchen Auswahllisten öfter mal einfach was hintippen und dann versucht er die Liste einzuschränken auf das, was man gerade getippt hat. Was gerade solches Rumscrollen hier recht vereinfacht. So, Fisch nehmen wir auch alles. Schön billig. Bringt schön viel. So. Plump Helmets. Nee, danke. Kohle. Und Kohle. Das war's dann eigentlich auch schon. Ja. Das soll uns erstmal reichen. Escape. Oh, noch ein Ambush. Sehr schön. Was machst du? Was zur Hölle macht ihr? Die versuchen gerade... Ah, die laufen jetzt los und wollen die Käfige da abholen. Das ist gar nicht gut. Können wir tauschen? Mist. Eigentlich wollte ich jetzt ganz schnell tauschen, weil es ja keine Zeit verbraucht und dann alle in den Bunker schicken. Machen wir es anders. Wir schicken jetzt alle in den Bunker, hoffen, dass die Händler lange noch da bleiben. Die sind ja gerade erst eingetroffen. Und die dürften auch da bleiben, solange sie nicht zu sehr angegriffen werden. Und angegriffen werden sie nicht, da unsere Miliz direkt im Weg steht. Also, Alerts, Zivile aktiv. So, und schon laufen die drei, die eben gerade noch das da abholen wollten, wieder weg. Und die Goblins tapsen alle in die Falle. Ah, langsam werden die nervös. Also sie laufen jetzt nicht einfach weiter, weil alle ihre Freunde halt schon in Käfigen irgendwo an der Wand stecken oder an der Decke. Ich könnte jetzt einen Ausfall machen. Wäre vielleicht auch ganz gutes Training, aber da warte ich lieber, bis noch ein, zwei reingegangen sind. Und ja, ich weiß, ich bin ziemlich übervorsichtig. Aber noch ist keiner von denen hungrig, von unseren Milizleuten, und keiner durstig. Ah, die wollen aber nicht. Ah, nom 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 nom. So, jetzt sind es nur noch drei. Das schaffen wir, oder? Also S, Shift A, K für Attack. Und wir würden gerne mit R ein Rectangle auswählen und darin alle töten. Warum wurden auch die in den Käfigen ausgewählt? Nee, das will ich nicht. Ich will nicht... Das stelle ich mir richtig gut vor. Das wäre so typische Zwergenlogik. Die fünf Milizleute da bekommen den Befehl, töte alle Goblins da. Was machen sie? Sie laufen zum Käfig hin, erschlagen den Goblin da und ignorieren die Goblins, die mit Pfeil und Bogen und Messern und Macheten auf sie einprügeln. Nein. Also, töte... Select from List. Können wir da vielleicht einzelne auswählen? Also, wir hätten gerne, dass du B tötest und D und E und F und G. Nee. Das sind zu viele. Das sind wahrscheinlich auch wieder die im Käfig. Na gut, wir probieren jetzt den Rectangle aus. Wir spielen ja das Spiel, um zu lernen. Und wenn wir gleich sehen, dass sie wirklich die Goblins in den Käfigen abschlachten, dann werden wir das nie, nie wieder tun mit diesem Rectangle. So, und jetzt lassen wir das Spiel mal weiterlaufen und sehen zu, wie unsere Zwerge sterben werden. Aber nein, es ist ein schöner Cliffhanger. Und ich weiß, es ist gemein, aber sowas tue ich irgendwie ganz gerne. Also sehen wir uns gleich wieder.